So, Saskia. Alles wie besprochen. Was die Leute jetzt von der SPD brauchen, das ist eine klare Ansprache. Hä? Direkte Kommunikation, auf Augenhöhe. Keine Ausreden. Just go for it. Alles klar? Klar. Supi. Geht gleich los mit dem Umfragehoch der AfD. Aber ganz locker bleiben. Wie viel Verantwortung sehen Sie bei der Bundesregierung, aber auch bei dem Kurs der SPD für diese Entwicklung? Auf keinen Fall wieder der Union die Schuld geben. Ich sehe, dass die Bundesregierung der vergangenen 16 Jahre, die unionsgeführt war, eben in vielen Themen sich zwar gesetzt hat, aber wenig Maßnahmen vereinbart hat, weil dort eben kein Mut auch vorhanden war bei CDU und CSU. Ja, egal. Nächstes Thema. Wohnungsnot, Sozialwohnung. In dieser Legislatur, was schaffen Sie da noch, um dieses Problem zu lösen? Oh, sehr gut. Soziales Thema. Endlich mal was, wo nicht noch mehr Gehirnschmalz rein muss. Da muss tatsächlich noch mehr Gehirnschmalz auch rein. Gott, Mann, Saskia! Alter, wir gehen in den Umfragen schneller zu Boden als Christian Lindner, der 2 Euro auf dem Gehweg findet. Deutschland steckt in der Krise. Wir verlieren das Vertrauen der Menschen. Mein Gott, ist euch das an der Parteispitze überhaupt bewusst? Ja, wir punkten in den Herzen der Menschen mit unserer Politik. Bitte? Willst du mich komplett verarschen? Was ist denn das für eine realitätsferne Kommunikation? Auch mit unserer Kommunikation erreichen wir die Menschen. Eschen! Kein Pathos, keine Stanzen. Sprich Klartext, darauf kommt's an. Wir machen verantwortungsvolle Politik. Wir halten auch eben das Land zusammen. Da kommt es ja drauf an. Ich bin raus. Kein Bock mehr. Mach deinen Scheiß alleine. Wir legen auch den sozialen Akzent, den sozialdemokratischen Akzent in der Regierung zu setzen. Das ist richtig. Hallo, ich bin Christian und studiere Kulturwissenschaften im 57. Semester. Und ich habe ein Gedicht mitgebracht. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Warum nicht in der Mediathek? Extra 3 Schau.